Ich bin wieder einigermaßen gesund und heute gibt es, wie versprochen, ein äußerst ernstes Thema in Humor verpackt natürlich. Hallo und herzlich willkommen bei den Hitler Awards. Wer wird der Hitler von 2016? Der Hitler Award geht an Politiker, welche Menschenrechte mit den Füßen treten oder treten wollen. Die Nominierten: er scheißt auf Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und lässt Menschen wegen Kleinigkeiten einsperren, sogar schon wegen lächerlichen Facebook-Posts. Wie Hitler ist er auch ein Tierliebhaber, doch bei ihm ist es kein Hund, sondern eine Ziege, die er mehr liebt, als es in vielen Ländern erlaubt ist. Er ist der Grund, warum dieses Video hier mehr Dislikes bekommen wird als meine anderen Videos, weil ein Großteil seiner Anhänger genauso wenig auf Humor klarkommen wie er selbst. Präsident Erdogan! Obwohl Cannabis in seinem Land legal ist, ist er ganz und gar nicht chillig drauf. Er ist ein eiskalter Diktator und lässt Menschen wegen Kleinigkeiten sogar schon hinrichten. Kim Jong-un! Wenn seine Politik genauso dämlich, provokant und unberechenbar wird wie manche seiner Aussagen, sieht es schlecht aus für Amerika. Präsident Donald Trump! Oh ne, warte, der ist ja noch gar nicht Präsident. Nicht viel vertrauenswürdiger ist seine Konkurrentin, welche sich allein schon einen Platz in dieser Liste verdient hat, weil man ihren Namen wie folgt umdichten kann: Hillary Clinton. Und damit wirklich alle auf ihre Kosten kommen, ebenfalls nominiert Obama und Putin. Obama unter anderem wegen seinen 500 Drohnenangriffen und Putin unter anderem wegen seinen homophoben Gesetzen. Doch wer hat diesen Award mehr verdient als jemand, der lautstark damit angibt, wie er 3 Millionen Menschen abschlachten will und sich dabei selbst mit Hitler vergleicht? Der Hitler Award 2016 geht an den Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte. Herzlichen Glückwunsch! Ich habe mir schon länger überlegt, ob ich nicht ein Video machen soll zum höchst seltsamen Präsidenten Rodrigo Duterte, weil er die vermutlich restriktivste Drogenpolitik aller Zeiten verfolgt. Doch nach dem, was er letzte Woche gesagt hat, wurde mir klar, ich muss sofort ein Video über den Typen machen. Seht selbst! Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter him. Das allererste, was ich da anmerken muss, lieber Rodrigo, es waren 6 Millionen Juden, nicht 3, aber 3 Millionen Menschenleben hin oder her, das macht ja für dich scheinbar sowieso keinen Unterschied. Sich selbst mit Hitler zu vergleichen, muss nicht unbedingt heißen, dass man Hitler selbst gut fand. Ich kann zum Beispiel sagen, ich trinke einen Schluck Wasser. Wie Hitler damals auch. Diese Aussage an sich macht eigentlich keine Wertung über Hitler. Die Aussage wirft aber dennoch die Frage auf, warum vergleichst du dich da jetzt ausgerechnet mit Hitler? Die Aussage von Duterte muss ebenfalls nicht unbedingt heißen, dass er Fan von Hitler oder dem Holocaust ist. Wenn es um Abschlachten von Menschen geht, ist Hitler nun mal einer der ersten Menschen, die einem da so einfallen. In jüngster Zeit gab es ja jetzt nicht so viele Politiker, die Millionen von Menschen abgeschlachtet haben. Wenn man vorhat, Millionen von Menschen umzubringen, kann man sich da mit fast nichts anderem vergleichen. Vielleicht dient der Vergleich also nur dazu, um zu sagen, genauso wie es Hitler damals als seine Mission sah, die Juden abzuschlachten, sehe ich es heute als Mission, die Drogensüchtigen abzuschlachten. Nun ja, egal wie er den Kommentar meinte, es ist nie eine gute Idee, sich selbst mit Hitler zu vergleichen, denn man vergleicht sich eher selten mit Menschen, die man nicht gut findet. Ich wollte das Ganze aber nur nochmal genauer analysieren, weil ich oft sowas gelesen habe wie Duterte lobt Hitler, aber es hat er eigentlich nie direkt gemacht. Für mich ist die Aussage, dass man 3 Millionen Menschen abschlachten will, krank genug, ganz ohne den Hitler-Vergleich. Später entschuldigte sich Duterte für seine Aussage und meinte, sorry Leute für die Aussage, ich habe nichts gegen die Juden und bin auch kein Rassist. Diese Entschuldigung würde nochmal dafür sprechen, dass Duterte den Holocaust nicht befürwortet. Aus meiner Sicht macht diese Entschuldigung die Aussage in keiner Weise besser. Denn er sagt damit im Grunde, sorry, dass ich Juden mit Drogenabhängigen verglichen habe. Ist doch klar, dass von diesen beiden Gruppen nur die Drogenabhängigen nicht das Recht haben zu leben. Er macht genau das gleiche wie Hitler. Er schert eine ganze Bevölkerungsgruppe über einen Kamm und
geht einfach mal davon aus, dass alle gleich sind. Duterte geht davon aus, dass Drogensüchtige automatisch schlechte Menschen sind. Das sind sie nicht. Klar begehen einige schwerst Drogenabhängige viele Verbrechen. Doch das liegt zum größten Teil an den Drogenverboten. Drogenverbote treiben die Drogenpreise nach oben. Heroin kostet zum Beispiel an die 100 Euro pro Gramm. Außerdem ist es, wenn man sich nicht so gut im Darknet auskennt, schwer Heroin aufzutreiben, da Heroinbesitz hart bestraft wird. Wenn ein Heroinsüchtiger also im illegalen System seine Sucht stillen will, muss er seine ganze Zeit damit verbringen, neuen Stoff aufzutreiben. Und da die meisten herkömmlichen Jobs nicht so viel zahlen, machen viele Drogensüchtige leider schnelles Geld durch Verbrechen. In der Schweiz hat man diese Probleme durch legale Heroinabgabestellen komplett eliminieren können. Ein echtes Problem in den Philippinen sind aber auch Drogenbosse, welche oft ganze Stadtbezirke mit Gewalt regieren. Da kann man wenigstens ein bisschen nachvollziehen, woher dieser Hass gegen die Drogen kommt. Es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen Drogenhändler, ohne den die Welt besser dran wäre. Zu Beginn seiner Amtszeit rief Duterte deshalb seine eigene Bevölkerung dazu auf, selbst die Sache in die Hand zu nehmen und Drogen Dealer zu töten. Seitdem wurden mehr als 3500 Menschen getötet, sowohl von selbsternannten Helden als auch von regulären Polizisten. Es sterben weiterhin 44 Menschen pro Tag. Jedoch waren bei diesen 3500 Menschen kaum echte Drogenbosse dabei, sondern viele unschuldige Menschen. Das Ding mit krassen Drogenbossen ist, dass sie meist von Menschen mit Waffen bewacht werden und da kann dich einfach so eine aus dem Volk reinplatzen und da wen umbringen. Selbst für die Polizei ist es schwer. Duterte hat also mit seinem Feldzug noch nichts erreicht. Was vielleicht sogar das Schlimmste an dem Ganzen ist, Duterte wurde von seinem Volk demokratisch gewählt und auch außerhalb von den Philippinen hat er viele Unterstützer, hier in Deutschland auch. Wenn man auf YouTube ein Video über ihn schaut oder sich irgendwo anders im Internet über ihn erkundigt, überall positive Kommentare. Es gibt sogar mehr positive Kommentare über ihn als negative. Es gibt sogar eine Folge von Domian, wo irgendein Typ bei ihm anruft und ihm erklärt, warum Duterte ein guter Politiker ist. Weil das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, das Land zu reinigen, weil es ist einfach zu viel Korruption und das geht ja bis in die Regierung. Es ist echt schockierend. Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass solche aggressiven Hau-drauf-Methoden eher von Leuten befürwortet werden, welche nicht so einen hohen Bildungsstand haben oder nicht die Schlauesten sind. Aber anhand der Ausdrucksweise merkt man, dass diese Kommentare auch teilweise von gebildeten, schlauen Menschen kommen. Diese klassischen Duterte-Befürworter begründen ihre Meinung dann ungefähr so. Endlich mal einer, der richtig durchgreift. In den Philippinen gibt es so viel Drogensüchtige, Korruption und Gewalt. Die Mehrheit vom Volk ist außerdem auch für ihn, also muss es ja gut sein. Die ganzen Medien stellen ihn einfach total falsch dar. Anders kann man das Problem doch gar nicht in den Griff bekommen. Anders kann man das gar nicht schaffen. Ist das euer Ernst? Wie soll man das denn anders lösen, als dadurch, dass man 3 Millionen Menschen abschlachtet? Wo ist denn das Problem? 3 Millionen Menschen abschlachten, zack, und das Problem ist gelöst. Ich kriege übrigens dieses Marmeladenglas nicht auf. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Naja, meine Mutter hat zu mir immer im Kindergarten gesagt, Simon, mein kleiner Junge, das Leben wird dir viele schwierige Situationen servieren. Aber egal, wie schlecht du gerade dran bist, egal wie verzweifelt du gerade bist, ich sage dir, 3 Millionen Menschen umbringen ist nie eine Lösung. Ich weiß, es gibt im Leben viele Situationen, wo man einfach nur das als einzige Option sieht. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dann findet man schon auch andere Lösungen. Aber Simon, wie soll man das Problem denn dann lösen? Ich erzähle euch die Geschichte von einem Land, welches vor nicht allzu langer Zeit in einer ähnlichen Situation war. In jenem Land herrschte 50 Jahre lang eine Diktatur, was die Menschen unglücklich machte und zu Drogen greifen ließ. Es entstand ein heftiges Drogenproblem und 1% der Bevölkerung war heroinabhängig. Welches Land meine ich? Ihr habt es sicher schon erahnt. Portugal. Die haben dann jedoch das Richtige gemacht und alle Drogen entkriminalisiert. Direkt gab es weniger HIV-Infektionen, weniger Drogentote und weniger Drogenabhängige. Lieber Rodrigo Duterte, ich mache dir einen Vorschlag. Bevor du weiterhin Menschen abschlachtest, bei denen ein Großteil unschuldig ist,
Versuch es doch mal mit einer Legalisierung von Drogen. Bei billigeren Drogenpreisen und leichterer Verfügbarkeit begehen Drogenabhängige weniger Verbrechen. Dadurch, dass man nicht mehr von gemeinen Drogenbossen kaufen muss, verlieren diese an Macht und können ihre Gewaltherrschaft nicht mehr aufrechterhalten. Wenn das alles nichts bringt, kannst du wieder auf die gute, altbewährte Massenmördermethode zurückgreifen. Ich habe eine wunderschöne Metapher zu dem Ganzen. Das philippinische Volk ist in einem Raum, das regiert wird von gewalttätigen Gangstern. Sie wollen unbedingt aus dem Raum auf, versuchen die Tür aufzubekommen, rütteln und schlagen dagegen. Es bringt nichts. Irgendwann denken sie sich, wir wollen den Mann zum Präsidenten ernennen, der am härtesten gegen diese Tür vorgeht, der Raketenwerfer auf diese verdammte Tür schießt. Dabei realisieren sie nicht, dass bei all dem durch diese Raketenwerfer unschuldige Menschen sterben und dass die Tür bei dem Vorgang und das ganze Zimmer kaputt geht. Jedoch war die Tür die ganze Zeit offen, sie ging nur in die andere Richtung auf. Duterte hat letztendlich sehr viel Ähnlichkeit zu Trump. Ein Mann bietet einfache, undurchdachte Lösungen für Menschen, die nicht zu weit oder kompliziert bei Lösungsansätzen denken wollen. Wie will man denn die ganzen Ausländer draußen halten? Wie soll es denn anders gehen als mit einer Mauer? Genau wie Trump bringt Duterte einen umstrittenen, provokanten Spruch nach dem anderen. Er bezeichnet zum Beispiel Obama als einen Hurensohn. Endlich Menschen, die sich sagen trauen, was Sache ist. Als er noch Bürgermeister war, sagte er über eine Frau, die damals vergewaltigt worden ist. Ich war total sauer, dass sie vergewaltigt wurde, aber sie war wunderschön. Ich dachte, als Bürgermeister hätte ich als erster dran sein sollen. Naja, immerhin hat der Gute im Gegensatz zu seinem Kollegen Erdogan einen Sinn für bösen Humor. Wie ist eure Meinung zum philippinischen Präsident? Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.